Er ist natürlich auch ein K.O.-Schläger durch und durch. Er ist oh! Oh! Wahid Najand gilt als eines der größten MMA-Talente in seinem Heimatland Afghanistan. Als Titelträger der prestigeträchtigsten MMA-Organisation in dem Land wurde er über Nacht zum Superstar. Es folgten Auftritte in Fernsehshows und riesige Massen an Fans, die ihn supporten. Die Tatsache, dass er trotz des Regimewechsels weiter an seinem Traum festhielt, der beste afghanische Kämpfer zu werden und weiterhin in spärlich ausgestatteten Kellergyms trainierte, macht ihn dort zu einem Volkshelden. Doch nicht nur der MMA-Sport wurde in Afghanistan verboten, sondern auch allgemein spitzte sich die Lage im Land zu und deshalb musste er nach Deutschland fliehen. In seiner neuen sportlichen Heimat, dem Ivory MMA in Hamburg unter Headcoach Abeko Afoul, bestritt er seine nächsten Kämpfe und wurde nach soliden Leistungen mit der Gelegenheit belohnt, kurzfristig bei Octagon in Stuttgart zu kämpfen. Allen Umständen zum Trotz setzt er sich gegen den erfahrenen Tschechen Jakub Barnik durch. Oh! High Kick von Najand, aber gut geblockt von Barnik. Aber auch Barnik. Oh, schöne Körper! Oh. Najand stark angeschlagen, holt sich den Takedown! Den er mit Siegeswillen und Kämpferherzen nach Punkten besiegen konnte. Najand! Er täuschte einmal sogar an, getroffen zu sein, nur damit sein Gegner auf ihn zustürmt, um ihn dann mit einem wuchtigen Konter zu bestrafen. Also, dass seine Kämpfe sehenswert sind, konnte der Mann aus Hamburg schon mehrfach zeigen. Gegen Max Handanagic wird er am 7.9. in Oberhausen zeigen wollen, dass sein Debüt bei Octagon sicherlich kein Glücksfall war. Doch Handanagic hat jetzt circa 2 Jahre nicht gekämpft, daher wird es eine Überraschung sein, mit welchen neuen Fähigkeiten er in den Käfig steigen wird. Fest steht, beide bringen Nehmerqualitäten mit, sodass einer harten Materialschlacht nichts mehr im Wege steht.